Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Jo, wir haben gepennt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und was soll ich sagen? Es regnet immer noch. Können wir aufhören zu blinken. So, wir gehen tanken und dann nächste Tour-Etappe. Wir sind an der falschen Seite reingefahren, aber das erzähle ich ja niemandem. So. Hallo Polizei! Guck. Ist das eine Sie? Oh, eine Polizistin. Also von der würde ich mir gerne Strafzettel geben lassen, ja. Das hätte doch was. Oh, gut. Wir müssen weiter, wir haben keine Zeit. Warum der da jetzt steht, weiß wahrscheinlich der Herrgott. Das Schöne ist, dass wir hier überhaupt nicht sehen, was eigentlich von rechts kommt oder nicht kommt. Der hat echt auf uns gewartet, das ist ja abenteuerlich. Ach so, weil der da rein will. Ja, sonst hätte er das nicht getan. Ups. Entschuldigung, ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Da war mir doch glatt meine Cola-Flasche runtergefallen. Die musste ich mal eben aufheben. Nein, man sollte natürlich die Augen immer auf der Straße haben. So, was haben wir vor uns? 1624 Kilometer. Das ist noch eine ganze Menge Holz. Ich habe mir eben mal ein etwas... Ja, was heißt etwas älter? Das ist schon ein paar Tage älter jetzt. Vom Chris Maximus angeschaut, also... Der hat wohl irgendwie Kontakte zu SCS und was da so geplant ist, das ist ja wohl so einiges. Ne? Natürlich ein DLC für die Krone-Trailer. Dann sollen in Anführungszeichen wahrscheinlich eigene LKW kommen, beziehungsweise eigene Trailer kommen. Die Trailer, die man hat oder die im Spiel sind, sollen modifiziert werden. Die Trailer werden überarbeitet. Das Krone-DLC kommt dazu. Warum die Renault-Trucks nach über einem Jahr nicht da sind, das liegt wohl nicht unbedingt an Renault. Sondern, das verstehe ich auch, ja, ich weiß es auch, dass wohl die, Renault, nicht Renault ist, sondern andere Konzerne daran beteiligt sind. Und das sind wohl irgendwie insgesamt drei Parteien, die sich da einig werden müssen. Und wohl auch Volvo ist daran beteiligt. So, da hebt ein Flieger ab. Der kommt nicht rein, der hebt ab. Deswegen sind sie etwas leiser. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ja, und das will natürlich alles gemanagt werden. Scania sagt, jo, machen wir. Warum das bei Renault so ist? Ich meine, die sind doch drin im Spiel. Was soll das? Angucken ist schön und reinmachen, ne? Alles andere ist doch... Keine Ahnung. Ey, wir haben Rechtsfahrgebot. Mach, dass du wegkommst da. Wenn du das nicht willst, dann mache ich das nämlich so. Es ist zwar auch nicht in Ordnung, aber... Ja. Gummi. So. Pass auf, der schert gleich hinter uns ein. Das sag ich doch. Unglaublich. So, ich habe einen Kaffee am Start, der ist mittlerweile kalt, aber egal. Boah, ey, wenn ich dieses Regenwetter sehe, dann läuft mir eiskalt hier gerade den Rücken runter. Und draußen ist es auch noch nicht so sonderlich warm. Da sagen wir mal besser, ich habe eine relativ kühle Wohnung. Bis du hier die Hitze so drin stehen hast, dass er nicht mehr rausgeht. Apropos Hitze, fällt mir an, ich wollte noch eine E-Mail schreiben. Den Lidl-Support. Hat meine Freundin nämlich vor einem Jahr ungefähr einen Lüfter gekauft und nie aufgebaut. Und jetzt will sie ihn aufbauen. Kassenzettel natürlich weg, wie sich das gehört, nicht? Ja, und jetzt sind für den Standfuß zwei gleiche Teile drin. Sprich, aus dem Standfuß wird kein Standfuß. Jo,
irgend so eine obligatorische Schraube fehlt auch. Vielleicht hätte ich die Innenraumbeleuchtung rot machen sollen, nicht grün. So richtig wie so ein Bordell. Bordellrot. Katze dreht wieder am Teller. Ach, ein Kreisel ist es. Ich habe mir gedacht, hey, wir gucken mal schnell rein. Ich glaube, da kam keiner. Und doch habe ich jetzt Pech gehabt. So, mittlerweile habe ich auch einen Punkt gefunden, warum das mit dieser Upload, mit diesen Uploads bei YouTube nicht mehr klappt. Offensichtlich könnt ihr eure Videos erst dann umbenennen, wenn sie hochgeladen sind, beziehungsweise wenn sie bereits hochgeladen werden in der Bearbeitung. Ihr kriegt keine Videos mit Umlauten mehr hier hoch. Ich weiß nicht, was dieser Schmarrn soll, aber da musst du dann dem Deutschen dann wieder aus AE in Ä machen. Das später wieder umändern. So ein Quatsch. Jo, YouTube wird immer wunderlicher. Und mal ganz ehrlich, ich habe gerade nicht aufgepasst, wie viele Minuten wir jetzt eigentlich schon fahren. Pass auf, wir machen noch 10 Minuten und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite hier für diese Folge. Dann hört das hoffentlich mal auf. Ich habe Eisfinger. Scheiß Regen. Ich hasse es. Hier ist wieder einer, der 80 fahren könnte und mit 70 dann lang kriecht. Ah, genau, du musst bremsen, weil hier eine Verengung ist. Alter Mann, du. Hier ist natürlich Überholverbot. Klar. Dann werde ich ein paar neue Mods reinpacken. Was mich interessieren würde, es gibt ja für diese Jessicat Cargo Packs. Gibt es ja immer diese deutsche Datei. So. Meine Frage an der Stelle eigentlich: Was bewirkt die? Doch lediglich, dass die Frachtbezeichnungen im Menü auf Deutsch geschrieben sind, oder? Mehr doch nicht. Und ich kann nicht sonderlich gut Englisch. Letztendlich ist es mir auch völlig Banane, was wir durch die Gegend transportieren. Von daher kann ich sie doch theoretisch auch in Englisch lassen. Ob ich da jetzt eine deutsche Übersetzung habe oder Peng. Außerdem während der Fahrt sieht das doch eh keiner. Und wir leben heute in einer Zeit. Ey, ich weiß nicht, was die da gerade rumgeschmissen hat, aber ich glaube, es gibt gleich einen Satz warme Ohren. Ich bin nämlich völlig aus dem Konzept hier. Warme Katzenohren, die so lecker sind wie kalte Hundeschnauze. So. Flugzeuge werfen Schlagschatten. Jetzt dreht sie wieder ab. Die frische Luft um meine Nase hat, dann ist sie nicht mehr zu halten. Ist natürlich rollig, deswegen macht sie jetzt besonders viel Lärm. Das heißt, sie tut eigentlich nur so. Ich möchte wissen, was die da eben für ein Blech runtergeholt hat. So.
Ja, die Katze kann die höchstens das Maul zubinden, damit sie nicht mehr sagt. Aber das ist ja dann Tierquälerei. Ne? Ich muss auch sehen, dass ich die kastrieren lasse. Dazu. Aber es ist dann wieder kohletechnisch. Wisst ihr, diesen Monat Stromabrechnung, dicke, fette Nachzahlung. Nächsten Monat wird dann wohl die Nebenkosten auch wieder für Heizung kommen. Da muss man dann auch mal sehen. Vielleicht fällt da was bei ab. Man weiß es nicht. Es war ja doch stellenweise sehr, sehr kalt, sodass man sehr lange auch die Heizung anmachen musste. Da könnte unter Umständen auch eine Nachzahlung kommen. Ja, dann bleiben andere Dinge natürlich außen vorne stehen bleiben. So, noch ein Kreisverkehr. Obwohl, Kreisverkehre sparen Strom, du brauchst keine Ampel mehr. So, ist eine Tanke, an die fahren wir aber noch nicht. Ich habe gesagt, ich mache 5 Minuten länger, weil ich nicht weiß, wann wir angefangen sind. Das ist schon schön, wenn man die Zeit vergisst. Dann haben wir immer noch 1400 Kilometer vor uns. Doppelt durchgezogene Linie, hier darfst du wieder nicht überholen, obwohl ich gerne würde. Ich habe mir so überlegt, ich gucke mir ja diverse andere YouTuber auch an. Vielleicht auf den einen oder anderen Mädchenkanal. Ne? Was mich halt so interessiert, bei denen, die es auch gut gemacht haben und so weiter. Unter anderem auch hier Held der Steine, ne? Lego Man, ja, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich habe schon mal überlegt, er hat letztens so dieses Supercar von 1997, glaube ich, war das gebaut. Ich jetzt echt schon überlegt, ich habe den zu Hause stehen, ob ich da auch mal so ein Video mache. Das Problem ist, ich habe nicht wirklich eine Kamera. Ich müsste eigentlich irgendwie was haben, wo ich vielleicht mein Handy als Kamera verwenden kann. Das S8 ist da ja wahrlich nicht schlecht bei der Geschichte dabei. Und vor allen Dingen brauche ich eine Halterung, die auf ein Stativ passt. Dann könnte ich tatsächlich mal ein Lego-Bau-Video machen. Das wäre auch mal was hier. Wäre doch vielleicht mal ganz spaßig. Und Teile, die fehlen, könnte ich dann gleich da über Bricklinks oder wie das da heißt, nachbestellen. Ich habe auch noch so ein U-Boot und da fehlen definitiv Teile. Das hat damals mal der Sohn von einer Ex in die Flossen bekommen, so mit 2 Jahren. Da ist ein bisschen was verloren gegangen. Das liegt wahrscheinlich nichts Wildes, hoffe ich jedenfalls. Weil einzelne Steinchen sind da doch manchmal sehr, sehr teuer. So, da vorne ist eine Werkstatt. Das passt eigentlich ganz gut. Wir fahren da mal hin, wir lassen mal unseren Truck warten. Ich werde mal gucken, ob ich die Innenraumbeleuchtung vielleicht ändern kann, von grün in rot oder sowas. Und ist hier schon die Werkstatt? Hier ist die Werkstatt. Es ist ja nämlich jetzt nicht wirklich ein Umweg. Oh, und deshalb aufgehört zu regnen. Wie schön. Fahren wir hier rum. Gehen diese Scheibenwischer auch irgendwann mal wieder aus? Okay, Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Freue mich über einen Daumen nach oben. Freue mich über neue Abonnenten. Ich will die 1000 voll machen. Wenn ich dieses Jahr wohl nicht mehr schaffen, wenn das so weitergeht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Wir sind dann bei 980 Millionen und bald haben wir auch die Milliarde voll.
Ich sag jetzt erstmal, ciao, ciao, bis die Tage.